Die Bilder sind nichts für schwache Nerven. 11 Spieler pro Mannschaft, 2 Kästen auf jeder Seite und ein Ball. Das sind die Zutaten für ein Phänomen, das sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Befürworter sprechen von einem Sport. Gegner nennen es Verrohung der Gesellschaft. Während das Regelwerk zunächst harmlos anmutet, sieht die Realität des Spiels doch anders aus. Obwohl zu harscher Körperkontakt verboten ist, kommt es immer wieder zu erschreckenden Szenen. Während sich die Teilnehmer dieses vermeintlichen Sports auf dem Rasen teilweise verheerende Verletzungen zuziehen, sitzt die Menge in den Rängen und feuert die Widersacher an. Nicht selten entstehen Sprechchöre, die herabwürdigend oder sogar rassistisch sind. Farbige Spieler wurden in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Affenlauten im Stadion empfangen und auf andere Weise verhöhnt. When I see a banana on the field, I think, I'm not a monkey, I'm a human. It's hard for those far away to understand. But on one hand, I'm a respected member of the team. And on the other hand, I'm an animal. Dieses menschenverachtende Verhalten bleibt weitestgehend ohne Folgen. Denn Fußball mag in den Augen vieler zwar kein Sport sein, aber eines ist er in jedem Fall: ein Milliardengeschäft. Die großen Stars des vermeintlichen Spiels werden von ihrem Dachverband, der FIFA, selbst bei den wildesten Eskapaden gedeckt. Der Nationalspieler aus Uruguay, Luis Suarez, hat in der Vergangenheit bereits 3-mal Gegner während eines laufenden Spiels gebissen. Erst jetzt hat sich die FIFA aufgrund von medialem Druck dazu durchringen können, ihm eine Strafe aufzuerlegen. La FIFA glielo permette perché hanno bisogno di far giocare i campioni. Vedremo se avranno il coraggio di applicare la prova TV per un episodio netto. Ti ha morsicato? Sì, ma c'era anche il segno, l'ha visto anche l'arbitro all'inizio, ma doch der Wahnsinn endet nicht auf dem Rasen. Denn die Fans dieses brutalen Massenspektakels, aufgestachelt durch die Aggressionen, die ihnen dargeboten wird, werden nicht selten selbst handgreiflich. So entstehen regelmäßig handfeste Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Fußballgruppierungen. Was nach außen hin als Spaß für die ganze Familie propagiert wird, gleicht bei näherem Hinsehen wohl eher einem Kriegsschauplatz. Um die Ausschreitungen rund um den Fußball nicht noch weiter ausarten zu lassen, sind während der deutschen Fußballsaison wöchentlich Tausende von Bundespolizisten im Einsatz. Sie werden verhöhnt, bedroht und geschlagen. Für die Kosten dieser Einsätze kommt der Steuerzahler auf. Denn die Clubs, die Millionen mit diesem brutalen Sport und ihren Fanartikeln erwirtschaften, werden hier nicht zur Kasse gebeten. Den menschenverachtenden Höhepunkt dieses Sportwahnsinns gibt es alle 4 Jahre bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Dieses Jahr ist es wieder soweit. Mannschaften aus der ganzen Welt kämpfen um einen goldenen Pokal in Brasilien. Die Leidtragenden bei diesem Milliardengeschäft sind jene, die den großen Konzernen nicht ins Bild passen. Das bekamen die Bewohner vieler Favelas der armen Viertel Brasiliens zu spüren. Die Ärmsten der Armen müssen hier Platz machen, um einen reibungslosen Ablauf des Turniers zu gewährleisten, ohne dass die Fans sich gestört fühlen. Die Regierungen schauen sich dieses Treiben an, ohne für diejenigen einzustehen, die sie beschützen müssten. Sie geben sogar Geld aus, um den Betrieb von Ligen aufrechtzuerhalten. Denn trotz der offensichtlichen Grausamkeiten lässt sich mit dem bunten Treiben viel Geld verdienen. Außerdem rotten sich Menschen zusammen, um den Schauspielen beizuwohnen. Diese Ablenkungen benutzen Politiker nicht selten geschickt, um unpopuläre Gesetzesentwürfe durchzusetzen. So auch im Jahr 2012, als das WM-Spektakel in Deutschland stattfand. 5 Minuten nach dem Beginn einer entscheidenden Partie wurde ein neues Meldegesetz beschlossen,
Demzufolge Kommunen auch ohne ausdrückliche Einverständniserklärung die Daten ihrer Bürger gewinnbringend weiterverkaufen dürfen. Gestört hat dieses niemand. Während im Mittelalter bereits hunderte Verbote gegen den brutalen Sport in seinem Entstehungsland England erlassen wurden, scheint es so, als hätte die Führungselite nun einen Weg gefunden, diesen als Sport geltenden Wahnsinn zum eigenen Vorteil zu nutzen. Wollen wir einmal abwarten, wo die Entwicklung hingeht. Es bleibt nur zu hoffen, dass die Verantwortlichen irgendwann zur Vernunft kommen und diesem menschenverachtenden Treiben Einhalt gebieten. Doch bislang ist kein Ende absehbar.